Stimmt, ich habe die Folge noch gar nicht beendet. Danke, jetzt. Warte, noch nicht? Noch nicht? Ich nehme schon auf, ich schneide das raus. Ja, ich weiß, ja klar, tust du das. Natürlich. Nee, Digga, ich bin jetzt raus, jetzt will ich. Moment. Ich komme halt nicht mehr drauf klar und los. Okay. Dann mach. Ist doch. Mach. Nö. Ja. Okay. Es redet jetzt einfach gar keiner, okay? Okay, danke dafür. Gern geschehen. Da hat keiner eine Abmoderation gemacht. Oh, shit. Komm weiter. Immer weiter graben, wenn was passiert. Meine Hacke ist kaputt. Ja, kacke. Das kann jetzt dauern. Das ist das, was scheiße ist. Also, sie haben hier wirklich jeden Zentimeter der Karte genutzt, um es zu bebauen, wa? Ja. Also nur eine kleine Map an sich, ne? Also von der Grundeinstellung her. Weil die haben wirklich jeden Zentimeter genutzt. Und das respektiere ich. Ich sollte gar nicht zu Steffen fliegen, sonst kann Juli das sehen. Mein Gott! Hast du es geschafft? Ich habe Zivilisation erreicht. Also du sitzt trotzdem drin. Ich bin wahrscheinlich in einer Pyramide oder so oder irgendeinem Haus, wo ich wahrscheinlich immer noch den Ausgang finden muss. Aber ich habe Zivilisation erreicht und ich bin ein glückliches Juli. Oh Gott, Steffi, ich hab dir doch von dieser Hexe erzählt, mit der ich mich mal angeguckt habe. Hast du mich erschrocken jetzt gerade? Entschuldigung. Indem du bei der Hexe angekommen bist, weißt du, so mit dem Grau. Oh. Steffi, ich hab dir doch von der Hexe, oder? Nein! Oh fuck. Oh fuck. Scheiße. Was passiert, Lava? Ich weiß es nicht. Bitte, regeneriere. Regeneriere. Ja, du stehst im Feuer. Scheiße, wie komme ich hier raus? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade passiert. Ich versteh's nicht. Alles klar. Super. Hey, lol. Ich hatte einen Unsichtbarkeitstrank. Ach, Steffen. Ich hatte die ganze Zeit neben dir. Gönn dir bitte mein Stack an Dias, was ich dabei hatte. Das habe ich alles nur in so zwei Truhen da unten gefunden. Lol. Das ist Smaragd und sonst alles. Jonas, ich dachte, du hast mich gesehen. Nein, hab ich nicht. Guck mal, ich hab mich hier. Danke, Bo, komm mal her. Warte kurz. Ich muss kurz eine persönliche Angelegenheit regeln. Alles klar. Nee, das ist draußen. Ich wollte eigentlich auf Wiederschein drücken, aber ich hab den halt. Egal, ich seh's ja überall. Und diese Hexe, ne? Mit der habe ich mich mal zwei Folgen lang angelegt und ich hab's nicht geschafft, weil ich gedacht habe, hier wäre eine krasse Truhe drin, ne? Fick dich. Ah, ich bin unsichtbar. Noch 46 Sekunden. Jonas, porte dich mal zu Steffen. Ja, warte. Als ob ihr mich wirklich nicht gesehen habt. Ich war doch gar nicht bei dir. Ich bin die ganze Zeit selber rumgeflogen. Hä, wo bist du? Ich stehe hier. Ja, ich bin unsichtbar. Ja, aber siehst du mich? Ja. Ah, hier. Ja, und ich bin hier, ich habe Julis Namen gesehen, bin hier lang, habe mich unsichtbar gemacht und stand dann die ganze Zeit hier mit meinem Feuerzeug und habe dann immer so... Oh, Digga, das ist gerade so scheiße deprimierend. Ich wollte wenigstens noch einmal equipped sein und einen Fight machen, ne? Weil ich nie so weit komme. Übelst sad gerade. Ja, das ist traurig. Ich bin froh, dass Bora jetzt mal vorbei ist. Ja, das stimmt auch. Ja, es hat sich übelst gezogen. Aber naja. Von mir so viel Scheiße passiert, das ist einfach richtig krank. Ja, das Coole ist, dass ich halt nicht einmal gestorben bin. Ja, kann ich verstehen. Ja, dann, wenn ihr sehen wollt, warum ich so sad bin, dann guckt Jonas Folge. Ja, guckt einfach die Folge. Und dann seid ihr alle happy. Eine treue Truhe. Und die Zauberbücher habe ich auch alle da unten gefunden, Steffen. Achso, ich hab alles in die Luft da unten gejagt. Einfach übelst krasses Zeug da unten. Und ich glaube, du warst da auch schon, bist aber dran vorbeigelaufen. Wo denn? Ja, das war unten ziemlich mal mit Jonas. In dieser zweitgroßen Pyramide.
Warst du da drin? Die zweitgrößte Pyramide, da stand auch ein Bett unten. Du musst zuerst in so ein Wasserbecken springen, damit du runterkommst. Nee. Weil da stand ein Bett unten und da waren Sachen aufgebaut und haben Blöcke gefehlt und so. Also irgendwer war da. Also ich glaube, ich war da wirklich nicht. So, nochmal alles hier. Ist ja Tradition, dass man immer die Map danach sprengt. Oder wenn wir vielleicht eine große Sache zusammensprengen. Können wir machen. Was war denn hier am prägendsten? Diese Schlange. Die Schlange? Bist du verrückt? Wir sprengen doch jetzt nicht die Schlange. Die ist mit der Pyramide. Lass doch hier das hier nehmen. Okay. Das ist hier als schon Abschluss zentral. Das Bora 2 vorbei ist. Ne? Mhm. Ich mach das Fach komplett voll und du machst die Innenräume. Ja, es war natürlich ein wunderschönes Projekt, echt viel Spaß gemacht. Ja, teilweise. Ja, teilweise. Ja, ich hätte natürlich den Kampf gegen Julia am Ende noch ein bisschen epischer gestalten können, aber ich dachte, das eigentlich ziemlich witzig. Ja, es war auch witzig, aber ich hätte wirklich so einen Endkampf gehabt, weißt du, so ein Mann, ey. Und ich stehe da die ganze Zeit, ich dachte, ich hätte mich schon 100 Mal gesehen, weil ich auch gesneakt habe und sowas alles. Ich dachte mir so, okay, sag du mal auch noch sowas, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Ich hab einfach gar nichts gesehen, weil es vorher dunkel war und dann umgetaucht und ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab das von Feuerzeug oder so gesehen. Weiß ich nicht, ich hab extra die Rüstung ausgezogen. Alter, ich wär so tief jetzt noch von hier geworden. Ja, ich hab kein Holz, ich wollte nur Hochholz und fertig. Ja, damit man schnell schneller vorbei sein kann. Ja, so. Darf ich's auffüllen? Ah, ich bin müde. Na, ich auch. Es ist einfach schon so spät. Ich muss morgen arbeiten. Ja. Das ist ja nicht cool dran. Na, ich schlafe immer relativ gut dran. Ja. Kann da schlafen. Haha. So, bist du fertig? Nein, nicht wirklich. Oh. Ich muss kurz ein Kampfspiel, Alter. Okay, hier ist auch noch ein bisschen was. Wenn ihr Netflix habt, kann ich euch eine Serie empfehlen, die heißt Elite. Die ist cool. Elite? Ja, ich hab sogar Serien, guck mal. Ich hab sogar... Ja, aber... Ja, guck dir einfach an. Der weiß, worum es da geht, also. Aber ich find die Story echt cool gemacht. Aber du was? Hm? Aber du was? Aber du was? Ja, du machst das Projekt. Achso, ich dachte, die Story fand ich richtig cool. Hab ich richtig cool, wie viele Punkte hast du gegeben? Von 10? Also, so 5? Was? Hat er jetzt nicht gesagt. Doch, hat er. Ganz ehrlich. Jonas, wow. Es geht los! Ja, was? Macht mal hinne. Oh mein Gott! Wow! Aber das laggt hier nicht. Boah. Ja, Minecraft Bora 2 ist vorbei, Leute. Ist vorbei. Das war der Abschied. Und das ist der Untergang des Ägyptischen Reiches. Vor allem, das laggt wirklich nicht. Ja, doch, ein bisschen. Jetzt gerade. Ja, ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall besser als früher. Ja. Nein, wow, hier ist noch TNT. So explodiert. Ist der Innenraum schon gesprengt, ja, oder? Keine Ahnung. Eine Truhe, was ist da drin? Die hatte ich mal ausgeräumt. Ja, ganz cool. Ja, sieht doch echt krass aus. Das war hier alles drunter. Gut, Leute, damit verabschiede ich mich auch von meiner Folge. Und vielleicht werde ich da so nochmal überlegen, ob ich einfach mal Minecraft Bora 2 einfach mal so zeige. Und ja, mal ein bisschen die Map mehr angucke mit euch, ein bisschen vielleicht ein paar Sachen. Schmeiß mal Dynamit durch die Gegend. Und ja. Wow. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine Bewertung da, schaut bei der Jonas Spielecke vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Schaut bei FIFA Freundschaftssession vorbei. Extrem witzig, kann ich nur jedem empfehlen. Und wenn nicht, sehen wir uns bestimmt bald bei irgendeinem anderen Projekt. Vielleicht. Oder allgemein auf meinem Channel. Ja, tschüss. Natürlich von mir auch noch ein großes Dankeschön fürs Dabeisein. Ja, wie Steffen schon gesagt hat, wir freuen uns schon auf das nächste Projekt. Vielleicht nicht Minecraft, aber irgendwas anderes. Jonas gegen Steffen fängt bald an. Das wird ganz cool, denke ich. Ihr seid da schon angefangen. Aber die Folge ist ja noch nicht hochgeladen. Ja.
Aber vielleicht ist. Vielleicht aber bald. Nächste Woche Dienstag, glaube ich. Vielleicht ist sie veröffentlicht, bevor Steffen das veröffentlicht und dann ist es schon hochgeladen. Höchstwahrscheinlich. Siehst du? Höchstwahrscheinlich. Ja. Das kommt auf jeden Fall. Das müsste jetzt schon draußen sein. Und das ist, denke ich, ein cooles Projekt jetzt zur Abwechslung. Und wir sehen uns natürlich auf einem anderen Projekt dieses Kanals. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, guckt in die ganzen Playlists rein, die ich schon gemacht habe. Guckt bei Steffen auf jeden Fall vorbei. Macht seine 100 Abonnenten voll und auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ciao.